Turmbergbahn. Herrlicher Blick über Stadt und Region. Seit 1888 befördert die Turmbergbahn Fahrgäste umweltfreundlich auf dem Durlacher Hausberg. Sie ist damit die älteste in Betrieb befindliche Standseilbahn Deutschlands. Ursprünglich mit Wasserballast betrieben, wurde die Bahn mit der Elektrifizierung in den 1960er Jahren grundlegend modernisiert. Bequem erreichen die Fahrgäste den Turmberg, ein schönes Wander- und Erholungsgebiet zwischen Schwarzwald und Breitenau. Während der dreiminütigen Fahrt legt die Turmbergbahn einen Höhenunterschied von gut 100 Metern zurück. Die Aussichtsplattform bei der Bergstation bietet eine herrliche Aussicht über Durlach und Karlsruhe bis zu den Pfälzer Bergen und den Vogesen. Eine noch bessere Sicht hat derjenige, der die 126 Stufen zur Spitze des Turms hinaufsteigt. An schönen Tagen reicht der Blick von dort bis zum Straßburger Münster, dem Speyerer Dom und den Steinbrüchen an der Bergstraße. Die Bergstation der Turmbergbahn ist Ausgangspunkt für zahlreiche Wanderwege und selbstverständlich auch für die Einkehr ist gesorgt. Mehrere Ausflugslokale erwarten die Besucher auf der Höhe. Betriebszeiten. Turmbergbahn fährt von April bis Oktober täglich von 10 bis 20 Uhr. In den Wintermonaten von November bis März, samstags, Sonn- und Feiertags von 10 bis 18 Uhr. Ende November Betriebspause wegen Renovierungsarbeiten. Die Bahn fährt nach Bedarf etwa alle 15 Minuten. Bitte klingeln Sie an der Tal- oder Bergstation, wenn eine Fahrt gewünscht wird. In der Regel wird der Fahrgastbetrieb nur in einem Wagen durchgeführt. Der zweite Wagen ist notwendig, um den anderen hochzuziehen. Die Steuerung erfolgt im Allgemeinen durch einen Fahrer im Wagen. Zusätzlich ist in der Bergstation auch ein Steuerpult vorhanden. Bei großem Andrang können beide Wagen im Fahrgastbetrieb eingesetzt werden. Dann sind zwei Fahrer im Einsatz. Bei Großveranstaltungen wie dem beliebten Konzertklassik am Turm, dem klingenden Turmberg oder der Silvesternacht bringt die Bergbahn Nachtschwärmer auch zu später Stunde noch sicher zurück. Technische Daten. Betriebssystem. Der elektrische Standseilbahn mit Abtscher-Ausweicher. Spurweite 1 Meter. Streckenlänge 315 Meter. Abtscher-Ausweicher 80 Meter. Höhe Tal Bergstation 241 Meter. Maximale Steigung 36,2%. Fahrzeit 3,5 Minuten. Höchstgeschwindigkeit 2 Meter pro Sekunde. Wagen 2. Kapazität 21 Sitz und 31 Stehplätze. Wagenlänge 8 Meter. Wagengewicht 5820 Kilogramm. Antriebsmotor Leonardsatz 45 kW. Hersteller PHB BBC EAG. Seildurchmesser 26 mm. Bruchlast des Seiles 43,05 Tonnen. Fahrgastaufkommen ca. 70.000 pro Jahr.